Dann jammen wir noch ein bisschen. Das B behaart. Ich glaube, dieser Gussmann, der war auch so ein... Der hatte auch, glaube ich, 2 oder 3 Sterne gehabt. Weiß ich jetzt gar nicht. Aaron Kennedy, aha. Einen Vampir treffen, nee, nee. Nee, nee. Lol. Wir müssen leider mal rangehen. Behaart, das ist gut, dass die hier ist. Da, der scheint nämlich wirklich komm, wir trösten sie mal. Haben wir sie jetzt damit muntern wir sie mal ein bisschen auf. Entschuldigt, ich habe gerade einen Frosch im Hals. Ich werde auch gleich die Aufnahme beenden, weil ich glaube, ich nehme jetzt gleich schon fast 3 Stunden auf. So. Freundlich. Kennenlernen. Sie will auch ins Bett. Wir müssen auch gleich ins Bett. Das passt dann. Familieninventar, wo ist das denn? Plaudern wir noch einmal mit ihr und dann verabschieden wir uns von ihr. Und wir müssen ja noch was essen und dann auch ins Bett. Ach du Scheiß, wie sieht die denn aus? Die Barum. So. Wir fahren nach Hause. Wo ist denn unser Home? Sweet Home. Die Seite. So, dann fahr mal bitte nach Hause.
Und dann essen wir uns einfach nur einen Snack, eine Mikrowellenmahlzeit. Und dann legen wir uns auch schlafen. Wir haben uns jetzt ein bisschen mit Bebe unterhalten, mit Bebe Hart. Das war vielleicht nicht so schlecht. Es war immer noch nur eine Bekannte, aber das steigt sich jetzt ein bisschen mehr nach oben. Das ist ja nicht ganz so schlecht. So, und mach mal wieder normal. So, Harndrang, das brauchst du noch nicht. Hygiene auch noch nicht. Das reicht, wenn wir das nach dem Schlafen machen. Aber schlafen sollten wir jetzt schon gehen. Und dann beim nächsten Mal werden wir auch wieder ein Konzert geben. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir es am besten machen. Das habe ich irgendwie noch nicht so richtig rausgehabt, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich meine, ich habe gerade so einen Frosch im Hals. Manu. So, Voltra, dann leg dich mal bitte schlafen. Wäsche waschen sollten wir auch mal wieder. So, liebe Leute, das war's für heute. Ja. Wir haben irgendwie doch nicht so das alles geschafft, was wir machen wollten. Aber beim nächsten Mal werden wir es hundertprozentig machen. Wir werden beim nächsten Mal nochmal ein Konzert geben. Wir werden auch nochmal ins Fitnessstudio gehen. Wir werden uns auch weiter mit Bebehart anfreunden. Denn das haben wir ja noch offen. Ägypten haben wir offen. Ob wir das beim nächsten Mal machen, weiß ich noch nicht. Das werden wir sehen. Und ja, und dann schauen wir mal, was wir noch alles erreicht bekommen in der nächsten Aufnahme. Und ich würde sagen, das war's für heute. Wir haben es geschafft, zumindest ins Rockstar zu werden. Wir haben was war das hier? Geschick oder sowas? Geschick? Ja, Geschicklichkeit haben wir jetzt auch voll. Wir haben hier fleißig rumgebastelt. Wir sammeln hier fleißig unsere Tomaten, Gurken und was weiß ich nicht. Und ja, wir sehen uns dann natürlich in einer anderen Aufnahme, wie zum Beispiel Goodbye Deponia. Nicht vergessen, liebe Leute, Goodbye Deponia auf unserem Kanal. Und ja, ich verabschiede mich dann von euch und sag bis demnächst. Tschüss. Hallo, ihr Lieben, und willkommen zurück zu unserem Let's Play Die Sims 3. Das wird heute eine kurze Aufnahme werden. Jetzt, die wird kurz werden, wollen wir das mal so sagen, denn heute haben wir den Super Samstag und ich muss gerne noch Deponia aufnehmen. Das muss ja noch alles gerendert werden und hochgeladen werden und die Sims dauert doch recht lange. Und ja, vorab, ich habe hier auch ein neues Add-on drauf. Jetzt sehen wir hier, dass wir Sommer haben. Wir haben 15 Grad draußen, weil wir haben ja auch Nacht. Hier sehen wir jetzt, dass Neumond ist und in 3 Tagen haben wir wieder Vollmond. So, jetzt wollen wir sie aber doch. Wer liegt denn da? Wieso war ich jetzt? Keine Ahnung. So, jetzt stimmt das aber. Hä? Unsanftes Erwachen. Hä? Das ist doch gar nicht an. Wieso hat die denn jetzt gerade hier nur so einen schlechten Schlaf? Nee, du sollst schlafen. Hallo, was ist denn hier los? Schlafen. Nee. Ist es denn jetzt wahr? Was ist denn hier los? Wieso pennt die denn jetzt nicht? Wie ist doch unsere Voltra ja?
Ach ja, und ich habe noch ein Add-on drauf. Die, sagt schnell. Mit Universität und sowas. Alter, verpiss dich. Hallo? Oh Mann, ey. Nee, wir wollen nicht zur Universität. Wir wollen danach auf Toilette. Wir wollen danach duschen. Und wie sieht denn unser... Ach nee, wir müssen ja jetzt Diggles geben. Stimmt, ja. Wir müssen ja Konzerte geben. Frühstück essen. Nein. Snack essen. Nehmen wir mal einen Joghurt. Danach erhalten. Und recyceln. Was haben wir hier? Die Post nehmen. So, dann haben wir erstmal wieder was zu tun. So, Voltra ist jetzt ausgeschlafen. Das ist schon mal nicht schlecht. Was ist das denn hier? Achso, diesen Moment festhalten. Okay. Nee, das wollen wir natürlich nicht. So, dann machen wir voran. Wie gesagt, wir haben heute hier unseren Super Samstag. Und das, was ich jetzt euch gerade sage, wird heute sogar noch erscheinen. Deswegen auch nur eine kleine Aufnahme. Ah, was haben wir denn jetzt hier schon wieder? Nein, wir wollen auch keinen Geist sehen. Ist es denn jetzt wahr? Und wir müssen mal gucken, dass wir das hier irgendwie abschließen oder so, dass die hier nicht rein können. Denn das geht schon doch tierisch auf die Nerven. Wenn die hier reinkommen und irgendwelche Sachen hier abliefern. Und dann nehmen wir gleich noch zusammen schön die Ponya auf, liebe Leute. Und dann werden wir auch gleich nochmal wieder die Sims spielen. Dann mal hier. Müssen die geputzt werden. Ja, dann machen wir das doch. Studentenleben heißt übrigens diese Erweiterung, genau. Es gibt da so viele Erweiterungen, das ist ja echt unglaublich. Ich wollte das Studentenleben da mal ausprobieren, bin aber nicht so davon überzeugt, muss ich sagen. Weil ich habe neben dieser LP-Welt hier auch noch eine andere und das nervt hier tierisch mit diesen Körbchen. Und dann gehen die einfach hier bei dir rein. Und bei meiner Welt, da hatte ich vergessen oder nicht gesehen, dass ein Stück von so einem Zaun fehlt. Und ich hatte hier so einen Pool und da sind die einfach reingegangen und so. Das ist, nee, nicht ganz so meins. So, was haben wir jetzt hier? Ah ja, genau, wir wollen ja Geld verdienen. Und mit dem Korb, was können wir jetzt machen? Kann die Scheiße hier nicht weg? So, was haben wir denn hier?
Unsere Gitarre ist auch noch im Inventar.